So, meine Lieben, willkommen zurück zu Let's Play DSA 3 Schatten über Riva. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Ich bin bereit und der Kaffee ist es auch. Ich kann euch jetzt mal in Kürze zeigen, was sich so in letzter Zeit zugetragen hat. Kaldrin, genauso wie alle anderen, ist jetzt auf Stufe 12. Seine Körperkraft, Intuition und Gewandtheit sind gestiegen. Und auf dem Stab habe ich mittlerweile die Zauberstufe Nummer 3. Das heißt, er wird jetzt im Kampf wesentlich stärker sein und die Zauber werden wesentlich effektiver gelingen. Um das Ganze auf Stufe 4 zu kriegen, das ist übrigens die höchste Stufe für einen Stab, gehen wir einfach mal in eine Suite. Da kann er sich am besten konzentrieren und sagen, Kaldrin, sprech doch mal einen Stabzauber. Gelungen! Auf dem Zauberstab liegt nun der vierte Stabzauber. Sehr schön! Schlafen brauchen wir nicht, unsere Helden sind soweit erholt. Kaldrin braucht jetzt nicht unbedingt noch ein bisschen Magie. Und wir erinnern uns, Tarek hat uns in der letzten Episode gesagt, okay, wenn ihr euch ein wenig über die Kanalisation informieren möchtet, dann schaut doch einfach mal hinein. Das machen wir jetzt nicht, nein. Wir werden eine ganz andere Sache in Angriff nehmen, ein paar Mini-Quests, Nebenquests. Unter anderem den alten Wachturm, der sich vorne am Hafen erstreckt und den Krieger, von dem ich schon erzählt habe, der von einer Lawine verschüttet wurde. Aber das schauen wir uns später an. Jetzt erstmal zum Wachturm. Dieser gibt übrigens keine AP, also hier passiert überhaupt nichts, wenn wir diese Quest machen und auch nicht danach. Also dieses Ganze, was wir hier machen, ist nur so Geplänkel nebenbei. Der Turm hat eine große Türöffnung, die allerdings dem Anschein nach schon vor Jahrzehnten zugemauert wurde. Weiter oben könnt ihr mehrere Fensteröffnungen erkennen. Das ist toll, das ist klasse. Insider wissen, okay, da braucht man erst ab 22 Uhr hin, wenn es dann auch wirklich spuken soll. Von daher gehen wir nochmal ganz kurz zurück in die Taverne, legen uns noch einmal hin. Ja, dauert immer ein bisschen. Neun Stunden, jetzt haben wir es. 22 Uhr und 33 Minuten, das eignet sich wunderbar, um den Wachturm zu begutachten. Hoch. Schon wieder alles dunkel. Kaldrin, Veränderung, Limflamm, Funkel. Und es ward Licht. Wenn auch nicht viel, ich weiß nicht, ob ihr jetzt genug seht. Ich auf jeden Fall. Und es reicht, um durch die Stadt zu warten. So, dann gucken wir mal. Von Gespenstern ist hier aber nicht viel zu sehen, mault aber von haben. Wie bestellt, flammt vor euch plötzlich ein kleines Licht auf, um das sich ein seltsamer Nebel bildet, der langsam Konturen annimmt und ein Pferden an eine menschliche Gestalt erinnert. Aber von haben weicht erschrocken zwei Schritte zurück. So etwas solltet ihr nicht sagen, nuschelt die Erscheinung vorwurfsvoll. Aber von Habens, aber von haben wird blass. Schweres Unrecht habe ich begangen, deklamiert das Gespenst pathetisch. Deshalb bin ich durch einen Fluch an diesen Ort gebunden und muss hier jede Nacht erscheinen. Misstrauisch schielt Ava von Haben zu Kaldrin herüber. Doch auch Kaldrin hat seine gesunde Gesichtsfarbe verloren und ist zurückgewichen. Starrt die Erscheinung jetzt an. Wollt ihr einen Zauber sprechen? Ja, wir versuchen es einfach mal. Kaldrin, mach doch mal Antimagie, Illusion. Der Zauber hat keinen Einfluss auf die Erscheinung. So etwas solltet ihr nicht tun, nuschelt die Erscheinung vorwurfsvoll. Langsam beginnt der Nebel zu zerfließen. Das Licht wird dunkler, dann ist der Spuk beendet. Entschuldigt mich für einen Augenblick, sagt Jacinda, verdrückt sich in eine dunkle Ecke und verrichtet dort ein dringendes Geschäft. Als Jacinda gerade die Hosen wieder hochgezogen hat, glaubt sie ein Geräusch zu hören. Völlig bewegungslos verharrt Jacinda am Platz, um zu lauschen. Ein dunkler menschlicher Schatten huscht dicht an ihrem Versteck vorbei und kichert leise vor sich hin. Nach wenigen Schritten hält der Schatten für einen Moment inne. Dann schnalzt er mit den Fingern, so als wäre ihm plötzlich was eingefallen. Sekunden später ist die Straße wieder leer. Nachdenklich kehrt Jacinda zu den Gefährten zurück. Da ist wirklich einer Person etwas eingefallen und was ihr eingefallen ist, das werden wir erfahren, sobald wir jetzt eine Nacht geschlafen haben und am nächsten Tag noch einmal hingehen. Von einer Herberge in die andere, es ist Wahnsinn. Hier reicht ein Schlafsaal, wir wollen uns ja nicht ewig hier aufhalten. Damit ist die Astralenergie von Kaldrin auch schon fast wieder voll. Und der Flimflam-Funkel funktioniert noch, wie wunderbar. So sehen wir wenigstens was.
Kaum hat Ava von Haben die Mauer berührt, als erneut das Licht aufflammt, umgeben von nebelhaften Konturen, die langsam menschliche Formen annehmen. »Was wollt ihr?« nuschelt eine Stimme, scheinbar mitten aus dem Nebel. Jacinda hat für einen Augenblick den Eindruck, als käme die Stimme aus einer völlig anderen Richtung, stellt aber dort nichts Auffälliges fest. »Wer bist du?« fragt Jacinda. »Ich bin, ich war Dabbert Soltan, ein mächtiger Magier.« »Und welcher Fluch bindet dich an diesen Ort?« fragt Jacinda weiter. »Ich habe schwere Schuld auf mich geladen. Das Buch des Lolgramot ist durch meine Schuld in die Hände eines Unbedarften geraten und der Erzdämon gewann Macht über ihn.« Die Erscheinung schweigt lange, so als warte sie auf eine weitere Frage. Dann, als keine Reaktion erfolgt, redet der Geist weiter. »Das ist schon lange Jahre her. Doch noch heute kann der Fluch von mir genommen werden und wenn es gelingt, das Buch zu versiegeln.« Wieder schweigt die Stimme für längere Zeit. Das Buch befindet sich derzeit im Besitz einer Ahnungslosen, die jederzeit dem Dämon verfallen kann, sollte sie die falsche Seite des Buches aufschlagen. Die Stimme klingt mittlerweile ein wenig ungeduldig, aber Jacinda bedeutet dem Rest weiterhin durch versteckte Zeichen nichts zu sagen. »Wollt ihr mir nicht helfen, den Fluch von mir zu nehmen?« fragt die Erscheinung anschließend ein wenig kläglich. Jacinda bequemt sich endlich zu einer Antwort. »Was müssen wir denn da tun?« »Es gibt zwei Artefakte, die der Kraft des Buches entgegenwirken können. Die präparierten Hände eines Kobolds, Koboldhände, gelten zwar allgemein als Glücksbringer, diese beiden sind jedoch verflucht und bewirken das genaue Gegenteil. Sie bringen Unglück. Die Talismane befinden sich im Besitz von Morbert Welzelin und Charinier Elmschen. Beide wohnen etwas nördlich des Marktplatzes.« »Wir werden erst einmal die Lage erkunden, bestimmt Jacinda, dann melden wir uns wieder hier.« »Für einen Geist kennt er sich aber verdammt gut aus in der Stadt.« »Irgendwie gefällt mir das Ganze nicht«, meint Jacinda. »Als ihr euch ein Stück vom Turm entfernt habt, wir sollten auf jeden Fall die Augen offen halten.« »Ja, das machen wir.« Es ist früh am Morgen, entschuldigt, dass ich noch nicht so gut lesen kann. Melina erhält plötzlich einen kräftigen Schlag an die Seite und fühlt ein schweres Gewicht auf ihrer Schulter lasten. »Kannst du nicht aufpassen, wo du langläufst, Landratte?« lallt eine tiefe Stimme. Melina beschließt, höflich zu bleiben und tritt zur Seite. Es ertönt ein dumpfes Geräusch, als der Seemann seines Haltes plötzlich beraubt, Bekanntschaft mit dem Boden schließt. Der Betrunkene gibt noch einige unverständliche Laute zum Besten. Dann rollt er sich mitten auf der Straße zusammen, um seinen Rausch auszuschlafen. Ja, auch sowas passiert, wenn man einfach mal durch die Stadt geht. Dann hauen einen die Leute an oder es fällt ein Reissack runter oder es spricht uns einer auf Sternenschweif an. Mal sehen, ob das auch noch passiert. So, was wollen wir jetzt? Wir schlafen erstmal bis zum nächsten Tag, damit die Sonne wieder aufgeht, die Leute wach sind und wir die Koboldhände von den beiden holen können. Sieben Stunden müssten reichen. Zur Not essen wir einfach nochmal ein bisschen was. Essen hat noch nie jemandem geschadet, Kaffee auch nicht. Und dann gehen wir gleich mal zu Charinier Elmschen, oder wie sie hieß, wenn ich sie denn finde. Wen haben wir hier? Andra soll was dottern. Nein, mit der können wir nicht viel anfangen. Von der war nicht die Rede. Sind wir überhaupt im Norden? Ja. Ava von Haben trägt Charinier ihre Geistergeschichte vor und verschweigt nicht, dass ihr noch ein wenig an der Echtheit des Gespenstes zweifelt. Es klingt, als versuche jemand auf diese Art das Buch und die Koboldhände zu bekommen, schließt Ava von Haben ihren Vortrag ab. Ich könnte nicht behaupten, dass ich vom Pech verfolgt werde, erklärt Charinier schließlich, und auch Morbert ist nichts Ungewöhnliches widerfahren, zumindest ist mir das nichts derartiges bekannt. Sie überlegt einen Moment. Wartet hier, Morbert wohnt nicht weit von hier. Ich hole ihn, dann können wir gemeinsam beraten, was zu tun ist. Es dauert nicht lange, bis Charinier mit Morbert zurückkehrt. Nach längerer Beratung einigt ihr euch darauf, dass ihr die Koboldhände an euch nehmt und die gefesselte Seele nach weiteren Anweisungen fragt. Irgendwoher müsst ihr schließlich das Dämonenbuch bekommen. Dann wird sich euch alles weitere ergeben. Und wieder gehen wir schlafen. Mann, Mann, Mann. Im Prinzip passiert während dieser Story nicht viel. Man könnte noch ein bisschen was nebenbei machen.
Aber schlafen tut nicht weh, es vergeht ja auch keine Zeit. Es ist auch nicht so, dass man nach 3 Jahren mit mal die Meldung bekommt, so, du hast zu lange Zeit gebraucht, das Spiel ist vorbei, du bist Game Over. Von daher können wir uns das schon mal leisten. So, ja, 8 Stunden, spät haben wir es jetzt, 22 Uhr und 9 Minuten, da ist die Erscheinung wieder da. Wunderbar. Und der Flimflam-Funkel läuft immer noch, das ist ja Wahnsinn. Vielleicht ein Bug. Ich weiß es nicht. Diesmal dauert es ziemlich lange, bis die gefesselte Seele wieder erscheint. Ihr habt die Hände, stellt die Erscheinung fest. Bringt sie zu Syla Horga am Südtor und erklärt ihr die Zusammenhänge. Sie hat das Buch. Schon ist die Erscheinung wieder verschwunden. Das ging heute aber schnell, staunt Jacinda. Ja, und auch das wäre wieder geschafft. Jetzt gehen wir zur nächsten und müssen ihr die Koboldhände bringen. Vorher natürlich wieder schlafen, die Gute ist ja jetzt nicht die ganze Nacht wach. Ja, ich denke mal 10 Stunden reichen, dann ist auf jeden Fall schon Tag. Und wir laufen zu Syla Horga. Egal, hier vorne ist sie. Syla Horga staunt nicht schlecht, als Ava von Haben die Gespenstergeschichte vorträgt. Als Ava von Haben ihre Bedenken äußert, platzt es ihr aus ihr heraus. Es gibt nur einen, der weiß, dass ich an den Händen interessiert bin und das Buch habe. Darian Sandor, der Magier, mit dem ich früher einmal befreundet war. Wie von der Tarantel gestochen, stürmt die Frau an euch vorbei. Ava von Haben reagiert zu spät und kann die Erboste nicht mehr aufhalten. Eilig schließt Ava von Haben die Tür und folgt Syla, die gerade noch am anderen Ende der Straße zu erkennen ist. Also ich kann jetzt nichts machen, das bewegt sich im Prinzip alles von ganz alleine. Und gemeinsam mit Syla laufen wir im Prinzip zu dem Zuhause von dem guten Darian. Einmal über die Brücke Richtung Boronsacker. Und hier vorne ist auch gleich ein Bordell. Da könnten wir eigentlich mal einen Zwischenstopp machen. Ihr erreicht Syla gerade, als die Tür geöffnet wird. Im Türrahmen steht ein Mann, der erst freundlich lächelt, dann jedoch erschrocken die Augen aufreißt, als er euch hinter Syla stehen sieht. Ihr wartet geduldig, bis Syla mit dem Magier fertig ist. Dann knöpft ihr euch den Mann vor. Ich gestehe ja alles, erklärt Darian zerknirscht. Als ich euch bei dem Turm auf Gespensterjagd sah, konnte ich einfach nicht widerstehen zu erscheinen. Nur ein Scherz. Doch dann kam mir die Idee, dass ihr mir möglicherweise das Buch verschaffen könntet. Was ist das eigentlich für ein Buch? Fragt Ava von Haben neugierig. Der 4. Band der Enzyklopädie Magica. In Punin überall für 25 Dukaten zu haben. Doch Punin ist weit. Ich habe Syla schon 100 Dukaten dafür geboten. Doch sie will es mir einfach nicht verkaufen. Da sollte doch etwas zu machen sein. Es dauert zwar einige Stunden, doch dann habt ihr endlich zwischen sämtlichen Parteien vermittelt. Syla kaufte Movat und Charinier die Koboldhände ab, von denen Darian hinter vorgehaltener Hand behauptet, sie würde von einem Zwergäffchen stammen. Und der Magier bekommt das Buch zu einem angemessenen Preis. Als Dank für eure Mühe erhaltet ihr einige Heiltränke aus Darians Vorräten und ein paar Dukaten. Na, das ist doch nett. Dieses Rätsel haben wir jetzt auf jeden Fall aufgeklärt. Wenn also ein Rivarianer, wie auch immer, sagen sollte, am alten Wachturm spukt es, können wir gleich sagen, jetzt nicht mehr. Gut, das mit dem alten Wachturm wäre geklärt. Jetzt versuchen wir gleich mal dem Mann zu helfen, der dort hinten in einer Lawine gefangen ist. Huch, verlaufen. Oh. Und dann sehen wir auch gleich mal so ein bisschen das Außengebiet. Ich habe da auf der Karte verschiedene Punkte markiert mit einem T. Dieses T kann man ganz einfach setzen, indem man auf die Feder klickt und anfängt zu schreiben. Das mache ich jetzt hier nicht. Wir brauchen da eigentlich nichts. Jetzt hat er sich trotzdem hingesetzt. Huch. Doch, war richtig. Okay. So, hier haben wir auf jeden Fall den Überfall von Räubern, nicht weit weg von der Stadt, im Prinzip immer nur den Weg nach unten am Fluss entlang, beziehungsweise am See. Hier vorne haben wir den Angriff von Säbelzahntigern, die kommen auch nur manchmal, wenn ihr von der Stadt
einmal an der Mauer vorbeilauft und auf der anderen Seite wieder rein wollt, kann euch an zwei Orten Torvaler entgegenkommen. Hier kommt ein großer Ork-Überfall, hier ein kleinerer. Da haben wir den Angriff von Wölfen und hier haben wir den Krieger, der unter der Lawine verbuddelt ist. Ausbuddeln will ich ihn jetzt nicht unbedingt. Aber wir können ja mal gucken, was er uns so zu sagen hat, wenn wir ihn denn noch lebendig antreffen. So, wen schicken wir eigentlich rein? Ich denke mal, Melina macht sich gut. In der Felswand ist ein Boronsrad und eine Inschrift gemeißelt. Aus der Felswand ragen zwei Stiefel zur Hälfte heraus. Hätte er die Stiefel schon gehabt, wäre er gewiss der Gefahr entronnen. In Gedenken an meinen besten Freund Loma. Offenbar hat jemand bei der Lawine seinen Freund verloren, vermutet Melina. Wollt ihr versuchen, die Stiefel aus der Wand zu ziehen? Jo. Das macht sie auch gleich mal. Melina packt die Stiefel mit beiden Händen und zieht so stark sie kann. Urplötzlich findet sie sich ohne die Stiefel in einer kleinen Höhle wieder. Ihr Boden ist mit Skeletten und menschlichen Knochen übersät. Ein Ausgang ist nicht zu sehen. Melina stellt fest, dass sie nicht alleine ist. Aus dem Dunkel der Höhle schält sich ein gut gerüsteter Mann mittleren Alters. Ich bekomme wieder Besuch, wendet er sich Melina zu. Also hört meine Geschichte. Als ich noch ein junger Mann war, hatte ich ein Mädchen kennengelernt, eine Bauerntochter von unvergleichlicher Schönheit. Ihre blonde Lockenpracht strahlte wie die aufgehende Sonne. Ihren blauen Augen war klar wie ein Gebirgssee. Die herrlichen Lippen rot wie reife Kirschen. Ihr wohlgeformter Körper, oh, ich schweife ab, zurück zum Wesentlichen. Ich hatte damals eine Stellung als Gardist in der Feste zu Riva. Eine große Karriere stand mir bevor. Immer wenn ich meine Angebetete besuchen wollte, führte mich mein Weg hier vorbei, weil es der kürzeste zu ihr war. Es war kein ungefährlicher Weg, da nach der Schneeschmelze leicht eine Lawine hier herunterkommen konnte. Also bat ich einen Freund, den Schuster Loma, der magische Kräfte hatte, mir ein paar Stiefel zu fertigen, mit denen man schneller laufen könnte als mit gewöhnlichen. Dadurch hätte ich auch viel Zeit gespart, die ich bei meiner lieblichen Rose hätte verbringen können. Nach einigen Tagen händigte mir der Schuster die Stiefel aus, die angeblich die geforderten Eigenschaften besaßen. Frohgemut und nicht achtend der Gefahr, eilte ich zu meiner holden Maid. Da schlug das grausame Schicksal zu. Eine Lawine ging ab. Die Stiefel versagten ihren Dienst und ich wurde zerschmettert. Ich konnte ja nicht wissen, dass der Schuster dieselbe Frau verliebt war und in mir einen Nebenbuhler sah, den er aus dem Weg räumen wollte. Doch der Tod blieb mir versagt und Boron ließ mich nicht in seine Hallen. Als der Schuster ein schlechtes Gewissen bekam, setzte er mir die Inschrift auf den Stein und brachte die richtigen Zauberstiefel, die er für sich selbst zurückbehalten hatte. Doch rechnete er nicht mit meiner Anwesenheit. So habe ich ihn erschlagen und seitdem stecken die Stiefel in der Felswand, dem einzigen Zugang zu dieser Kammer, in der ich eingesperrt darauf warte, bis ein würdiger Gegner mich von diesem trostlosen Schicksal erlöst. Ich kann mich nicht einfach erschlagen lassen, denn auch dies wäre ein ehrloser Tod, der mir nicht zugedacht ist. Schon mehrmals habe ich Golgaris, wer auch immer das ist, schwingen gehört. Doch nie hatte er mich in Borons Reich getragen. Seid bereit zu einem Kampf auf Leben und Tod. Oder nehmt eure letzte Chance zum Rückzug wahr und verzichtet damit auf die Stiefel. Nein, wir wollen uns nicht zurückziehen. Melina packt die Stiefel und zieht daran. Wie erwartet, gelangt sie in die kleine Höhle. Der eingemauerte Mann spricht sie an. Ihr kennt meine Geschichte. Also, wollt ihr gegen mich antreten? Nun denn. Na, da fangen wir doch gleich mal an zu zaubern. Wie wir das Ganze so kennen, haben natürlich die meisten Krieger keine gute Magieresistenz und auch er kann sich davon nicht freisprechen. Ein Schritt weg, dann können wir auch wieder schießen, denn ansonsten ist man zu nah dran für einen Schuss. Und der ist natürlich schon ein wenig hartnäckiger. Gefällt mir gar nicht, müssen wir aber durch. Und das war's schon. Ha, perfekt. Es gibt einen Zweihänder, einen Schuppenpanzer und Zauberstiefel. Die Zauberstiefel nehmen wir auf jeden Fall mit, die alten können wir da lassen.
Und irgendwas werde ich auf jeden Fall noch da lassen, damit wir den Rest so mitnehmen können. Ich glaube, Lederzeug lässt sich sowieso schnell wieder kaufen, das ist kein Problem. Obwohl, nein, 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 wir brauchen es. Ah! Scheibenkleister. Gut. Nehmen wir noch den Zweihänder mit und verabschieden uns. So wichtig ist der Schuppenpanzer auch nicht. Tödlich getroffen sinkt der Krieger mit einem erlösten Lächeln zu Boden. In wenigen Augenblicken ist seine Leiche verwest, bis nur noch ein Skelett übrig bleibt. Aber auch das zerfällt zu Staub. Melina schaut sich in dem Gemäuer um. Doch bis auf die Skelette früherer Kämpfer ist hier nichts zu finden. Ein leichtes Rumpeln erschüttert den Fels und Melina findet sich plötzlich im Freien wieder. Schon sind wir alle wieder zusammen. Ist das nicht toll? Wieder vereint. So, wunderbar. Was machen wir jetzt? Wir warten einmal ganz kurz. Oh, ich muss noch ein bisschen was verkaufen gehen. Das können wir gleich mal zusammen machen. Können wir auch den Zweihänder verkaufen. Auch beim Verkauf gibt es eine Besonderheit, wenn wir jeweils auf die Talentwerte der einzelnen Helden-Mitstreiter gucken. Dann hat Dorin bei uns die meisten Punkte beim Feilschen. Und immer wenn wir etwas verkaufen bzw. kaufen, können wir feilschen und somit den Preis höher oder auch niedriger treiben. Das ist ganz interessant. Ganz besonders dann, wenn es sich um hohe Beträge handelt, die dann sowieso noch einen prozentualen Anteil dazu bekommen. So, der Zweihänder von Melina kann weg. Die ganzen Schwerter, die wir bei den Räubern gefunden haben, können weg. Und oh, das hätten wir soweit. Dorin, 39% konnte er raushandeln. Das macht von 32 Dukaten insgesamt 41. Wunderbar. Und Melina kann noch ein paar Pfeile mitnehmen. 10 Stück, wir feilschen wieder. Und jetzt kommen wir aber zu dem, was ich schon mal erwähnt hatte. Wir brauchen nicht unbedingt jetzt zu einem Gemischtwarenhändler gehen, um die Stiefel zu verkaufen oder zu einem Rüstungshändler. Nein, die können wir jetzt einfach hier reinpacken. Wie gesagt, da ist das Falsche nicht mit drin. Aber muss auch nicht. Stiefel kommen rein. Die Pfeile gehen an Melina. Und schließend schon bekommen wir das Geld. 3 Dukaten, 5 Silberstücke. Haben wir noch irgendwas anzubieten? Nein. Ach ja. So, das wäre auch geschafft. Jetzt gibt es nur noch eine einzige Nebenquest. Nein, stimmt nicht, es gibt noch zwei, für die man AP bekommt, aber eine einzige, die sich jetzt noch, ja, nicht unmittelbar mit dem befasst, was wir eigentlich für einen Auftrag haben. Beim Überklettern der Geröllhalde verletzt sich Rassia durch abrutschende Felsen. So, wir sehen jetzt, wir gehen eigentlich immer mehr in die Richtung der Orks und gehen einfach mal am Felsen entlang. Irgendwas wird schon passieren. Huh, hier muss der Zugang zu dem versteckten Tal sein, behauptet Melina und untersucht einen Spalt in der Bergwand. Der Spalt wird nach unten breiter und nachdem Melina ein paar Felsbrocken zur Seite gerollt hat, liegt der Eingang frei. Und schon können wir uns hier einfach mal umgucken. Da ist ja der Eingang zur Mine, flüstert Melina, als sie um die Ecke schaut. Ja, hier vorne ist er schon. Und damit betreten wir ein unheimliches Gebiet. Also ich weiß noch damals, als ich das Spiel zum ersten Mal gespielt habe, Gott, hatte ich Angst bei diesen ganzen Musikstücken und bei der Dunkelheit und den Gefahren, die hier auf einen lauern. Ja. Spannung, Spannung pur, wirklich. Ich werde mich auch nur langsam fortbewegen. Es kann ja doch sein, dass uns hier ein paar Leute entgegenkommen. In dem Regal stehen Kisten mit silberhaltigen Gesteinsbrocken. Allerdings enthalten sie so wenig Silber, dass es sich nicht lohnt, das Gestein mitzunehmen. In dem Regal liegen zerbrochene Werkzeuge. Als ihr euch die Bruchstücke genauer anseht, entdeckt ihr zwergische Namen, die in das Holz eingeschnitzt sind. Also, wir sind offensichtlich jetzt in der Zwergenmine angekommen. In dem Regal liegen ebenfalls zerbrochene Werkzeuge. Und diese Zwergenmine, ja, die gilt es sehr zu erkunden. Ich meine, was haben Orks in der Nähe von Zwergenminen zu tun? Irgendwas muss passiert sein.
Und was passiert ist, dem werden wir auf den Grund gehen. Was haben wir denn hier Schönes? Betten. Toll. Und ein Regal. Das Regal ist restlos ausgeplündert. Die Betten sind doppelstöckige Etagenbetten. Das untere Bett ist leer. Das obere kann man nur untersuchen, wenn man hinaufklettert. Ja, dann klettern wir gleich mal. Ist aber auch leer. Hier vielleicht oben was drauf. Gerade als Melina die Kante des oberen Bettes erreicht hat, rutscht sie ab und landet unsanft auf dem Boden. Na klasse. Aber ist auch leer. Ja, sehr verwinkelt, man merkt es. Und man sollte auch ab und zu auf die Karte gucken. Niemals den Blick von der Karte lassen, denn ohne die Karte weiß man nachher schon gar nicht mehr, wo war man und wo muss man noch hin. Gucken einfach mal hier rein. Hier sind jetzt auch noch Betten. Und ein Regal, das aber auch restlos leer ist. Hinaufklettern. Ihr findet einen Goldschmuck. Schön. Hinaufklettern, ihr findet einen Heiltrank, stark. Sehr gut. Sehr gut, der wird uns hier in der Höhle, in der Mine auf jeden Fall gute Dienste leisten. Aber so viel ist hier gar nicht los. Ich hätte jetzt mit mehr Angriffen gerechnet. Also man sieht es jetzt schon, es ist ziemlich verwinkelt. Viele Räume sind nachher die Betten. Aber wir kommen auch noch zu anderen Räumen. Und es wird und bleibt spannend. Hier sind auch nochmal Betten. Ihr findet eine Schnapsflasche. Toll! Das Regal ist leer. Und auch hier ist das obere Bett leer. Nicht viel los, wirklich. Gar nicht viel los. Es kommt mir so bekannt vor, aber es sieht wieder nur gleich aus. Ein Körperkraft-Elixier. Holla, da liegen ja 3 Dukaten, ruft Melina erfreut aus. Sehr schön, wenigstens haben wir Geld gefunden. Ja, da gehen wir jetzt noch nicht lang. Ich habe nämlich noch etwas, das ich euch unbedingt zeigen möchte, bevor wir in den nächsten Part rutschen. Und zwar... Ja, und zwar diesen Raum bzw. dieses Buch. Auf dem Tisch liegt aufgeschlagen ein Buch, in dem die täglichen Ereignisse in der Zwergenmine festgehalten sind. Ihr lest. Heute sind wir im Nordosten auf eine Statue gestoßen, mitten im Fels. Eine Statue, umgeben von Stein. Radomil hat uns sofort zurückgeschickt und verboten, weiter an dieser Stelle zu graben. Er hat uns geheißen, im Süden weiter zu graben, da dort das Gestein viel erzhaltiger sei. Wollt ihr noch mehr Zeit mit dem Lesen des Buches verbringen? Ja. Nach mehrstündigem Lesen, für das ganze Buch bräuchtet ihr etliche Tage, stellt sich euch das Ganze so dar. Die Zwerge wurden von ihrem Fürsten Radomir in diese Hügel geführt. Seine Gefolgsleute waren enttäuscht, hier keine richtigen Berge vorzufinden, und ihre schlechte Stimmung verstärkte sich, als sie nach mehrmonatigem Suchen immer noch auf keine große Erzader gestoßen waren. Trotzdem bestand Radomir darauf, weiterzusuchen. Bei dem Einsturz eines Stollens im Südwesten der Mine wurde vor etwa einem Jahr 7 Zwerge verschüttet. Seitdem wurde die Unglücksstelle gemieden, da es hieß, die Geister der Zwerge würden dort spuken. In der Folgezeit sind hin und wieder Zwerge verschwunden. Man vermutet, dass sie die Mine verlassen haben, um anderswo ihr Glück zu suchen. Nachdem die Statue im Fels gefunden worden war, trafen die ersten Meldungen vom Zusammenrotten der Orks ein. Ein gewisser Manresch scharte eine Horde um sich, die den Zwergen an Zahl überlegen war. Erste Angriffe konnten abgewehrt werden und die Zwerge verschanzten sich in der Mine. Die Orks waren nicht in der Lage, den Eingang zu stürmen. Das Buch endet mit der Eintragung, dass Orks und Oger gegen den Eingang der Mine vorrücken. Okay, also wir wissen schon mal, warum hier im Moment kein Zwerg mehr haust. Irgendwas muss mit den Orks vorgefallen sein, die werden wahrscheinlich in die Mine eingebrochen sein. Es gibt noch weitere Dokumente, die man dazu durchlesen kann, und das schauen wir uns aber im nächsten Part an. Vielen Dank fürs Ansehen und bis nachher.